Willkommen zurück bei Project Zero 3. Nachdem ich beim letzten Mal äußerst peinlich diesen scheiß Geist gesucht habe, machen wir jetzt irgendwas anderes. Ich muss gerade mal überlegen, warum ich diesen Geist nochmal gesucht habe. Das war, weil irgendeine Tür zu war. Aber welche war das nochmal? Da kam ich her. Ich gehe jetzt erstmal wieder hier hoch. Ja, ich glaube, das war hier oben. Uah. Oh, die will kämpfen. Boah. Combo. Wie geil ist das denn bitte? Aber schade, sie ist noch nicht besiegt. Oder? Uah, das war jetzt ein bisschen nah, Fräulein. Boah, das war ja fast schon zu einfach. Ey, wie krass ist das? Und das mit Typ 7, what the fuck? Ja. Die kam von hier. Der Geist vor der Tür verschwindet. Ah, es ging um die Tür. Gut, da wollte ich ja eh hin. Danke für den Fingerzeig. Eine Freundin von mir hat gesagt... Boah, schon wieder? Es gibt niemanden, der Türen so langsam aufmacht wie Rei. Die übrigens, danke für den Tipp, ich weiß nicht mehr, wer es war, Kurosawa mit Nachnamen heißt. Ich habe vergessen, von wem der kam, tut mir leid. Ich war mir ziemlich sicher, dass sie Kurosawa heißt, aber nicht hundertprozentig. So wäre es das. Oh, ich glaube, gegen die muss ich jetzt kämpfen, dann hat die noch zwei so komische Bodyguards oder so. Ich will eigentlich noch gar nicht gegen die kämpfen, ich gucke mich erstmal um. Das Bettzeug auf dem Boden hat eine Herhebung. What the fuck, was ist eine Herhebung? Egal, in Menschengröße. Toll. Es sieht so aus, als wäre etwas darin. Filmtyp 61, ja, sehr gut. Hier auch noch irgendwas? Was? Egal. Die Tussi da unten, da hinten redet noch. Die Tussi, Die Türpaneele sind kaputt, ich kann auf den Gang hinaussehen. Die Schiebetür ist aus ihrer Verankerung gelöst und ich kann sie kein Stück bewegen. Schade. Ist hier noch was? Nein, okay, dann sprechen wir die jetzt an. Ich rief, aber es kam keine Antwort. Ein Notizbuch oder ähnliches liegt zu Füßen der kauernden Frau. Verkohlter Pass. Nachname Takigawa. Vorname Yoshi. Staatsangehörigkeit Japanisch. Wohnsitz Shizuoka. Yoshino Takigawa. Ist das vielleicht ihr Name? Fuck, ich habe den ersten Satz weggeklickt. Naja. Frau auf dem Foto. Kann ich die nochmal fotografieren? Nee. Mach ich. Boah. Okay, wir müssen noch nicht gegen die kämpfen. Das ist ja schon mal schön. Oh. Wobei, es sieht toll aus. Ja, es ist schon wieder Tag und wir haben neue Notizen. Die lesen wir jetzt auch. Nein, so nicht. Der Schmerz kehrte nach
Traum vom leeren Haus wieder. Seit der Vision an jenem Tag sehe ich das Haus immer wieder im Traum. Den Schmerz bei der Berührung durch die tätowierte Frau, der Bluterguss. Der Traum, das Haus hängt. Der Traum, das Haus. Hängt das irgendwie mit Jude zusammen? Bin ich nur müde? Und Leute. Frau auf dem Foto. Die Frau auf dem Film in der Kamera Obscura, die ich im Traum im Anwesen sah. Ihr Name stand in dem verkohlten Pass, der ihr vor die Füße fiel. Oh, mit V, Leute, bitte. Yoshino Takigawa. Gibt es eine solche Person wirklich? Ja, dann sollten wir doch mal unsere schnuckelige Assistentin beauftragen, das für uns rauszukriegen. Zahlen die schließlich dafür. Ist hier was Neues? Nein. Ich habe irgendwo gelesen, dass es in einer Stelle des Spiels einen Geist, also nicht zum Kämpfen, sondern nur zum Fotografieren, in ihrem Schrank gibt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich werde jetzt einfach jedes Mal nachgucken, wenn wir wieder aufwachen. Miku-chan, bist du schon auf? Hallo? Hm, Brief? Halt, zu weit. Auf dem Küchentresen lag ein Zettel. Liebe Day, ich will ein paar Nachforschungen über die Frau von neulich machen. Ich komme am Abend zurück. Vergiss dein Frühstück nicht, okay, Miku? In einer Schale auf dem Küchentresen standen ein paar vollkommene Reisbällchen bereit. Mh, lecker Schmecker. Nee, Lagerraum nicht. Können wir jemanden anrufen? Nein. Können wir die Reisbällchen essen? Von hinter der Küchentheke kann man das ganze Wohnzimmer überblicken. Nein. Gut. Ich würde sagen, wir gehen mal zur Eingangstür und gucken in den Briefkasten. Nein, tun wir nicht, weil das Telefon klingelt. Hello? Ray, it's Miku. Ich konnte den Namen und die Adresse der Frau auf dem Foto erfahren. Yoshino Takigawa. Sie ist die einzige Überlebende dieses Flugzeugabsturzes neulich. Ich wusste, ich kenne sie irgendwoher. Es fügte sich alles, als ich mit einem Redakteur sprach. Offenbar liegt sie immer noch im Krankenhaus. Ich sage dir, wo sich das Krankenhaus befindet. Yoshino Takigawa? Das kann doch kein Zufall sein. Sieht aus wie in Ju-On. Ich hasse diese japanischen Krankenhäuser. Und ich habe erst heute was über spontane Selbstentzündung gelesen. Sieht so verkohlt aus, wo die lag. Wow. Das ist unheimlich, Leute. Voll das Déjà-vu.
go to the hospital? Mm-hmm. Oh, eine Duschszene. Die hat Plattfüße. Ja, und es ist schon wieder nachts. Die Überlebende, ja, das lesen wir jetzt natürlich auch noch. Dann speichere ich und dann würde ich sagen, legen wir uns wieder hin. Yoshino Takigawa, das ist die Frau, die ich im Haus des Traumes sah. Überlebende eines Flugzeugabsturzes. Im Krankenhaus erwachte sie nicht vom Schlaf, bis sie eines Tages vor meinen Augen verschwand. Ein blaues Muster erschien auf ihrem Körper, kurz bevor sie verschwand. Was war das? Besteht eine Verbindung zur Frau in meinem Traum, wenn es so ist? Dann will ich da nie wieder hin. Ey, wie kann die sich schlafen legen nach all diesen Sachen? Ich hätte total Schiss zu schlafen. Sie können jetzt speichern. Hört auf, mich zu siezen, dann fühle ich mich alt. Nein, ich bin nicht alt. Nicht so richtig. Das Speichermenü ist so leise. Also ich fand die Speichermusik in Project Zero 2 richtig, richtig cool. Das ist die beste Speichermusik überhaupt. Geist? Gut. Ja, dann würde ich sagen, geh mal schlafen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in diesem Part gegen die kämpfen müssen, weil wir unser Versprechen nicht gelöst haben. Und die ist bestimmt angepisst deswegen. Wäre ich auch. Okay, Ray, auf in den Kampf. Dass wir immer am Eingang starten müssen. Das ist immer so ein Umweg. Blinkt da was? Ist da was? Was? Zu meinen Füßen sind Stangen in der Wand und von der anderen Seite spüre ich einen kalten Luftzug. Es scheint, als wäre auf der anderen Seite der Wand ein weiterer Gang wie dieser. Hm, okay. Na, bleibt hier an der Kerze hängen, gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Nein, wo war nochmal die Karte? Nein? Hat die Karte keinen Shortcut? Der Shortcut für Notizen, okay. L2 ist die Karte. Seit wann ist die Karte bitte L2? Wo sind denn hier die Treppen? War das die Treppe? Nein. Hier muss ich hin. Okay, falsche Richtung. Kommando zurück. Ich hasse es, wenn die Kamera so ist. Ich möchte Ray lieber von hinten sehen. Nicht, weil ich ihren Hintern besser finde als ihr Dekolleté, sondern weil ich es einfach nicht mag, wenn die Geister sich in der Position befinden wie ich und ich sie nicht sehen kann. Diesen Raum mag ich auch nicht. Der erinnert mich viel zu sehr an die große Halle in Teil 1. Und die große Halle war immer scheiße, da waren immer nur fiese Geister. Also so richtig fiese. Und hier liegt immer noch diese Puppe. Die ist auch fies. Das ganze Scheißhaus ist fies. Da kann man nochmal speichern. Nee, das mache ich jetzt nicht. Oh nein. Ah, zu spät. Nee, doch nicht. Es waren diese Schattenmänner, von denen ich euch vorhin erzählt habe. So, bevor wir da jetzt reingehen, gucke ich mal eben, ob ich die Kamera upgraden kann.
Nehmen wir Typ 7, ist schon okay. So. 8000 Punkte habe ich erst. Ach so, na gut. Ich glaube, die Kamera ist schon so gut ausgerüstet, weil ich auf Easy spiele. Kann das sein?